Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin hier hinter den Kisten gespawnt, weil ich gestern die Verbindung verloren habe. Und jetzt bin ich hier in Melekati, okay. Noch schlimmer. Hallo Minimap. Ist wieder am Laden, wie. Weiß nicht was. Und die Steuerung kackt noch ab. Oh je. Yeah. So jetzt. Ah, hier ist er. Okay. Jetzt habe ich es gefunden. Ah, das ist nur ein Brief. Also muss ich den Brief noch abliefern, wo? Okay, in aller Welt. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Also reisen wir. Reisen wir dorthin. So, Minimap brauchen wir nicht mehr. Und Cetis ist aktiv momentan. Okay, irgendeine Sache. Gestern Abend hat so ein Chat-Suchti irgendwie eine Geschichte vorgelesen und wir haben die Geschichte immer so ein bisschen verändert ins Schlechte, also so ins Lustige. Und der hat immer wie weitergemacht. Der hat es nicht stören lassen, einfach eine Geschichte zu erzählen. Es war kein Spammer, das war kein böser Mensch, nichts. Es war einfach nur ein Geschichtenverzähler, der hat so eine komische Geschichte erzählt über einen Werwolf und noch sonstige Sachen. Und solche Leute, die füllen auf den Chat. Das ist das einzige noch Negative. Aber es ist gleichzeitig auch positiv. Ja. So. Heute Morgen nicht viel los, gestern Abend ganz viel los. Ja, ich habe hier ein schwarzes Ignis-Pferd gekauft, weil es eigentlich recht günstig war und mehr Braun auf die Kacke, auf die Nüsse ging. Ja, Syrtis. Ignis und Syrtis, ihr seid irgendwie ein bisschen momentan am Spammen, hä? Wow, so viel Gold. Ein Ritualgewand. 80 plus 3. Brauchen wir nicht, so ist eine Kackfarbe. Also ich mag irgendwie Blau nicht mehr so, seitdem ich alle 3, 4 blaue Robben hintereinander hatte, die besser waren. Geht mir das langsam auf den Geist. Ja, es ist gut, Ignis Syrtis, es ist gut. Jetzt lasst euch mal das Wort nicht mehr nehmen. Jetzt lasst es. Hopp. Level 23 wird dann das nächste. Naja, gut. Grabwächter greift mich nicht an, hat wahrscheinlich mich nicht gesehen. Und nur ein Face ist hier drin. Ja. Ja, mir geht's gut. Heute habe ich Geburtstag. 25. Mai 2000. Und 15 ist mein 28. Geburtstag. Ich bin am 19. Ich bin 1987 geboren. Also 28 Jahre alt und ja. Mich freut's, auch wenn ich schon extrem alt werde. Ich werde schon ein alter Opa, Mann. Nicht ganz, aber fast. Ja, und so ist es endlich. Hat wieder das Wort übernommen und dann hat wieder Ignis das Wort übernommen, dann wieder Syrtis und so weiter. Oh Gott. Ah ja. Ich möchte kurz hier noch bleiben. Ein paar Sachen möchte ich in die Truhe legen. In die Truhe. Wieso gibt es hier keine Truhen? Würde doch einfach sein. Yay, Ignis hat das Menüfort eingenommen. Sehr schön. Das. Und die Magnaniten. Sehr schön. Das brauche ich nicht, das brauche ich bald. Ah ja, das majestätische Amulett. Nein, habe ich nicht. Okay. Majestätisches Amulett, bitte kommen Sie rüber. Wo sind die? Seid ihr? Da unten, ganz unten. Natürlich. Was ist denn das für Stab?
Level 15er mit Crit. Ja. Boah, hab ich kalt jetzt. Oh, Mann. Ich hasse Energy Milk. Das ist immer so kalt, wenn es aus dem Kühlschrank kommt. Aber es macht mich fit für den Tag. Also schon recht viele Vitamine drin und so. Aber was gesund ist, ist auch ungesund. Boah, voll viel Zucker drin. Traubenzucker. Oh. Yay, ich sehe, das war wieder erfolgreich und jetzt hat wieder nichts. Ich schreibe jetzt gleich in den Chat, hört auf, haltet das Wort endlich mal. Sind das Luschen? Es wird langsam Zeit, dass ich stark werde und denen mal ein bisschen hilf. Das ist ja elend. Aber eben sind die irgendwie immer zu wenig. Die Sirten kriegen wir ja das nicht mal mit doppelt so vielen Spielen auf die Reihe. Momentan ist es immer so, dass alles, was der Rote hat und Ignis der Hellblaue, ist immer so. Irgendwie passiert gar rein nichts mehr. Und das, dafür müssen wir sorgen, wir müssen es ändern. Kommt alle nach Regnum. Ich will nicht allzu viel Werbung machen, oder sehr wenig, gar nichts. Ich will gar keine Werbung machen. Aber es wäre wirklich schön, wenn wir gemeinsam dann Schlachten machen können. Ich kann euch auch hochleveln. Ah. So, da haben wir eine normale Quest zum Abgeben. Mysteriöse Zahn, dann hier drinnen geht's weiter mit dem Fass. Ah, das ist hier das Fass, was leer ist. Nicht niemand so gut gemacht. Wow. Und Quest hat man auch nicht den Level Up. Wow, was eine Wunder, Ignis hat wieder das Manierfort eingenommen. Stellt euch das mal vor. Das ist mal eine extreme Abwechslung. Ich erfriere heute noch. Am 25. Mai ist bei uns ungefähr 10 Grad warm. Ist das nicht schön? Ausgewachsen Atlantis. Nein, hatten wir noch nie. Gekühlt, oder? Oh, müssen wir nochmals Aquantis töten? Oh, ist das Elend. Guten Tag. Der Morgen, der Melisel Belladonia. Einen besseren Namen kannst du nicht nehmen. Schwerer Namen. Ja, komm endlich, der Ding will angreifen. Nein, nicht zum mir. Nicht zum Jag. Was war das ein Angriff? Oh Gott, oh Gott. Eva, ey. Oh, macht das Damage. Bin noch unter. Der will dann nach Manny zu leveln, aber ich bin so unterleveln. Ja, komm, hey, ich hab den Zombie gerufen. Spät. Bald. So. Ich mach ja so schnell wie möglich. Ah. Ah, nicht Schimmel, Käferschwamm. Dämon. Ich hab's immer auf 3 gehabt, der Dämon. Und jetzt kann man das eigentlich wieder wechseln. Dazu mache ich das auf und mach den Ding hier hin. Dann den Ding, dann den hier. Dann habe ich wieder die 3. Yes! Mann, ich bin so. Ich hab so schnell gewechselt. So. Nein, nein, nicht dich.
Ja. Genau deswegen müssen Sie wählen. Ich habe die Steuerung in Champions of Regnum nicht gern. Sie ist im Kampfvorraum verpackt. Das wissen wir ganz genau. Ich find's genial, dass sie die Spiele betrügen. Endgame muss jetzt die Spiele betrügen, das geht um den Shop. Sie haben gesagt, sie werden ein Reittier zum 5. Geburtstag, glaube ich, schenken, den Spielen. Dann haben sie es weggemacht. Also sie haben es geschenkt, oder? Dann haben sie es plötzlich wieder weggenommen und jetzt verkaufen sie es. Das ist mal Wirtschaft, oder? Das ist gemeine Ausbeuterei des Geldbeutels der Spieler. Also, ich würde am liebsten denen das Spiel direkt wegnehmen. So wütend bin ich. Und, als ich das gestern von Draco Thunderbolt gehört habe, ja, lief es mir kalt den Rücken runter. Also, so etwas ungemein. Das sollte man mal ins Forum posten. Das ist schlimm. So. Ja, heute war ein friedlicher Morgen. Alle kamen runter, gepoltert und haben mich zum Geburtstag Glück gewünscht. Und dann kamen noch die Nachbarn. Oh je. Schlimm, wenn man Geburtstag hat, dann wird man nie in Ruhe gelassen. Ich bin doch ein Let's Player, ich muss in Ruhe gelassen werden. Sonst kommen dann wirklich nur wieder alle in den Aufnahmen rein und nerven meine Aufnahme oder meinen Livestream. Der momentan leider nicht mehr so kommt. Aber wenn ihr wieder ein Livestream wollt, kann da mal ein Ankündigungsvideo machen. Ein kaum kurzes Video. Wie die anderen Let's Play auch machen. Und gut ist. Dann seht ihr auch, wenn der Livestream an ist. Weil momentan ist es so, dass es halt noch nicht so Fans gibt. Und deshalb nicht sehen, dass ich livestreame. Vielleicht mal in die Kanalkommentare schauen, liebe Leute. Aber bald kommt wieder ein Livestream. Ich möchte es gerne mit Floster machen, aber da ist momentan nicht so. Lieber Mega dann. Jo, also dann aufs Bärtop. Komm jetzt, Mann, Regnum, du nervst. Ja, endlich. Ja, das ist heute an den Schultern Muskelkater, das ist elendig. Ich könnte schon fast nicht mehr meine Hand ausstrecken zu der Maus. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Arm strecken, also ich bin so ein bisschen seitlich am Arm hinlegen, nicht strecken. Damit ich nicht Muskelkater, also nicht Schmerzen habe vom Muskelkater. Das ist elendig. Wahrscheinlich noch eine Zehrung oder so kleine. Ob die sind nach einem Tag weg bei mir. Ich habe so schnell Reparatur vom Körper. So, Alexis Gebiet. Alexia muss in mir reden, okay. Zweimal mit Alexia reden? Nein. Alexia, hallo. Alexia, hallo. Und dann weiter und so weiter. Ja, ja. Was ist jetzt mit Ding los? Haltet mal dieses Fort. So, Delle. Dann reden.
Auch wenn mich die Götter nicht zu dieser Aufgabe bestimmt haben, werde ich diesen Pfad weitergehen. Bis vor kurzer Zeit litten diese schönen Wetter unter den Angriffen der Orks. Es würde mich nicht wundern, wenn sie unseren Feinden geschickt wurden, um uns einzigen grünes Gebiet zu zerstören. Auch wenn ich den ganzen Tag hier wachhalten muss, um die anderen Orks zu finden, ich verteidige das Wälder mit allen Mitteln und ich bezahle jeden, der mir dabei hilft. Ich werde dich nicht belohnen. Reich belohnen, wenn du mir die Köpfe von 20 Wild Orks bringst. Okay. Weil Syrtis wahrscheinlich die Orks genommen haben, werden wir ein bisschen mehr vor Syrtis herumhacken. Dort habe ich keine Freunde. Da muss ich angreifen später. Oh, das werde ich lieben. Ich glaube nicht, dass es von Alsius kommt. Die haben gar keine Orks. Doch, die haben auch Orks, aber die wurden auch als Eindringlinge geschickt. Genau. Das ist so unten. Da unten haben sie Orks. Hinter der Mauer da. Und das sind wahrscheinlich auch Eindringlinge von Orks. Oh, diese Bösen. Wahrscheinlich haben wir die Trolle von Syrtis geschenkt. Die besseren. Oh, sind das nervige Gegner gewesen. Die haben null gedroppt. So. Aha, nicht hier. Stimmt, ja. So, jetzt bin ich ein bisschen verplant. Jetzt müssen wir halt wieder zurückgehen. Oh ja. Und jetzt. Oh, da ist eine Taube. Okay, Taube. Von mir aus, das ist ein Paladin, ja. Einen Paladin namens Taube. Wilde Orks, wo sind die? Ja, toll, alles Orkknecht. Orkknecht, Orkknecht. Ach, Menno. Da ist ein Wildorg. Eine, ja, wow. Dann ich ihn nämlich lieber mit diesem Stein. Hallo? Ja, gib! Ah, Mann, endlich. Lass mich in Ruhe, ich hab dir nichts gemacht, du Wildorg. Es ist heute wieder extrem verbuggt, dieses Kacke. Dieses mega scheiße Kacke. Nein, es ist sehr gut, aber die Bugs nerven schon ein bisschen. Es sind wenig Bugs, aber sind schon relativ oft da und so. Zum Beispiel die Steine nicht einnehmen kann, weil die Steine irgendwie in der Erde reinbacken, aber auch draußen zu sehen sind und so. Irgendwie so. Ich hatte schon mal Steine auf dem Baum. Auf dem Baum drauf. Wie kommen wir da hoch? Gar nicht. Na, da stehe ich allein. Dann nimmst du doch ein, Lucy. Wenn du alleine bist, dann kannst du doch das Wort einnehmen, oder? Oder nicht? Bist du zu schwach für die NPCs? Lass mich in Ruhe. Ha, gleich getötet. So Spiele mag ich, wo einfach nicht sagen, wo sie sind und dann verrecken und dann geben sie Recken um die Schuld, dass sie immer verlieren und so Sachen. Tja Leute, Kommunikation ist angesagt in diesem Game. Da geht ohne Kommunikation einfach nichts und ohne Party. Es gibt Leute, die gehen einfach nie in die Party rein, weiß auch nicht. Ich kann Bock haben, weil sie sich peinlich fühlen oder sonst irgendwas. Aber so spielen sie dann Online-Rollenspiel, wenn sie sich so peinlich fühlen. Ich glaube, der fühlt sich eher peinlich, der mich töten musste, als ich getanzt habe im Malsiusreich. Dem muss es peinlich sein.
Der hat mich einfach tanzend besiegt. Das ist etwas, was extrem böse ist. Oder, liebe Leute? Oh Gott. Das war der Hammer. Ich werde es wieder mal machen. Ich muss schauen. Sollen wir einfach mal hingehen? Ja, mit Level 22, weiß es nicht. Was? Nochmals die Hälfte? Das ist Ausbeutung meiner Zeit. Das werde ich hart bestrafen, liebe Entwickler. Nein, nicht immer den Entwicklerhelm hacken. Die konnten nichts dafür, dass sie so eine scheiße Gruppe sind oder scheiße Chefs haben. Ich denke, die müssen da alles machen, was der Chef befiehlt. Also das Game langweilig machen, der Itemshop teuer machen, alles Mögliche. Ich denke, die müssen den Chefs alles Ding. Wie ist es so bei euch, wenn ihr so Chefs habt? Müsst ihr auch alles machen, was der Chef sagt? Also bei mir, bei uns ist es momentan genauso. Da darf man wirklich nicht Handball, also Ding üben, Kopfball. Ja, Handball sollte man im Fußball mit ihm. Hab ich falsch gesagt. Und ja, ich als Kopfballmonster, großer 1,90 Mensch, möchte doch Kopfball trainieren. Nein, der Chef will nicht, dass der Trainer für mich Kopfball macht. Liebt, oder? Das ist doch meine Freche. Oh Mann, ich hab so Ranzenpfeifen. Oh, mein Ranzen, der macht weh. Da, 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 da. Oh, nur noch 8 Minuten. Die Zeit vergeht im Winde, im Flug, im Winde, im Flug, im Winde. Noch ein Ork, noch ein Ork. Wir haben so viele Orks. Ab die droppen nix, die droppen nix, die droppen nix, die droppen nix, die droppen nimmer noch nix. So was so schade. Fail. Du hättest mich angreifen können, hast es aber nicht gemacht, weil du dachtest, der Dämon wäre noch hier. So, die Kleinen sind sowieso besser. Aber die Zombies können jetzt mal kurz die besiegen. Jetzt kommt halt wieder der Große, weil der schon okay ready ist. So, haben wir das auch gut. Und fertig. Sehen. Also. Zurück zu Alexia. Ich glaube, ich gehe in die sehr Feiergebiet und trolle ein bisschen wieder. Ja, ja. Hau ab, du blöder wilder Rock oder Knecht. Knecht, ja, wilder Rock, okay. Nein, bitte nicht, hau mich nicht. Oh, das kommst du drauf. Das kommst du wieder zurück überhaupt. Friss meine Ranken. Stacheliges Efeu. So, können wir. Nein, ich kann. Haben wir jetzt gerade gekämpft. Blöde. Cooldown. Man hätte lieber so gemacht, dass die Pferde noch nicht 5 Sekunden rauskommen, wenn man Spieler angegriffen hat. Aber bei Monster muss das wirklich nicht sein. Das ist ja unfair, wie gar nichts mehr. Schon sehr, sehr unfair. Ach, ich hätte gerne gute Entwicklerverrechnung. Ich hätte gerne einen Entwickler, der bei Rechnung was macht. Aber nun gut. Wünsche sind erlaubt, oder? Wir müssen unten zum Krater. Nervt mich jetzt gerade ein bisschen, aber wir müssen es machen.
Weißt du, die sind Skillen für was? Skillen, die. Das habe ich in eines. Das habe ich ungefähr in 10, 20 Sekunden gemacht, also bitte. Nein, die müssen ungefähr 5 Minuten dort am Ding sein, am Trainer sein und irgendwas herumschrauben. Ja. Man kann auf den Entwicklern genug rumracken, wie man will, aber am schlimmsten sind manche Spieler, die meinen, sie müssen einfach das Feeling kaputt machen, indem sie sich scheiße anstellen oder eben uns nicht helfen in den Vorratsschlachten. Ja, ich werde wahrscheinlich noch viele Nerven brauchen, wenn ich dann in der Vorratsschlachten wieder machen kann. Ah, ich freue mich aber trotzdem drauf. So, und jetzt gehen wir nach oben. Jetzt gehen wir halt mal. Nein, wir gehen nicht. Wir gehen zu Altaruk. Da gehen wir hoch. Müssen wir einmal um den Grat. Gehen wir links herum. Ist, glaube ich, sogar ein bisschen schneller. Nein, es ist nicht schneller. Man kommt. Ah, da hätte ich hoch müssen. Jetzt gehe ich da. Ist mir egal. Sammer wieder angegriffen, okay. Ist mir Schnuppe mit Level 3, 22 kann ich noch nicht viel machen. Da 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 la lam balam. Balam 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 ba. Ja. Dieser Baum brennt immer noch. Und wie sagt man das? Glühen. Noch müde. Aber was soll's, dafür trainiere ich ja jeden Tag hart. Und Let's Play ja noch nebenbei. Also ich kann euch sagen, ich Let's Play viel zu wenig am Tag. Im Gegensatz zu zu Sport machen. Bei Sport, das sind ungefähr 7-8 Stunden pro Tag. Und dann noch 2 Stunden Let's Playen. Ich habe einen ganz großen Tag. Jeden Tag ist bei mir sehr lange. Bis ich da wieder schlafe. Wie viele Stunden schlafe ich? Momentan 6 Stunden, aber ich habe auch schon 4, 3 Stunden geschlafen pro Tag. Aber mein Körper, der kann das durchaus aushalten. Bin dann manchmal einfach ein bisschen müde. Aber ich könnte ja nicht weiter schlafen, weil ich muss schlafen, wenn ich ganz müde bin. Erst dann kann ich schlafen. Ja, also wo ist der Trainer? Der ist im Gasthaus, genau. Hier hätten wir auch noch Quests, aber die geben wir wahrscheinlich sehr wenig. Mal schauen, über 1000 werde ich es annehmen. Ja. Interagiert mit Bücherregal. Von mir aus. Okay, Partyhut 2015. Nehme ich an. Da drin, okay. Ja toll, du bist zu fett, du Scheißpfe. Du? Ja, 775. Was, winzige Schwänze? Was soll ich mit Schwänzen? Muss es wieder abgeben. Da. So. Und du, Zauberer, hast auch noch eine Quest. Trainieren wir zuerst einmal Willenskraft. Nur blockbar bei 100%. Umhauen ist jetzt nicht so stark. Hier haben wir bestialische Zorn. Wieso soll ich mir 30% Schadensbonus geben und dafür bekomme ich Schutz minus 100? Dämonen und Imp werde ich skillen.
Materielle Bindung brauche ich nicht. Ehrgeizige Opferung. Ja, das könnte ich nehmen. Eine. Arcane Hing. Am Mana Pool wäre dann das Wichtige. Und sonst. Wo haben wir das? Arcanes Geschütz. Ne, stachelige Seife werde ich wählen. Das ist der stärkste Zauber. Den noch ein bisschen stärker. Ah, das ist schön. Also, dann müssen wir nach vorne hier hin. Dann wird das Pferd nehmen. Crash bei Wächter. Okay. Von hier aus. Der zweite Platz im Untersuchen im Norden oder was? Ah, du scheiß Pferd. Ja, okay. Okay, Part ist zu Ende. Ich weiß es. Dann wieder hier. Yay, Abenteuer. Partyhut, yay. Ja toll, der sieht man gar nicht. Ich muss ihn noch anmachen. So. Jetzt habe ich den hässlichen Hut auch an. Wow. Ah, Menno. Den habe ich nicht wollen. Gewollt. Den wollte ich nicht, aber ich lasse ihn jetzt noch an. Bis zum Ende vom Part. So, die Quest will ich noch machen. Gut. Dann wieder das Pferd. Wieso sind die Pferde so fett? Und jetzt? Da vorne, okay. Und jetzt? Da. Was ist denn das wieder für eine Quest? Ah, die Bierquest. Oh je. So, jetzt ist aber fertig, oder? Ja, Quest beendet. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.